Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 53. Wir nehmen auf am Freitag, den 21. Mai 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Grüße. Ah, schön. Was haben wir heute vor? Oh, wir sprechen über Giga Berlin, Tesla, E-Mobilität im Allgemeinen, SpaceX, Raumfahrt und ja, am Schluss dann nochmal kurz über Neuro Enhancements. Machen wir so. Ich freue mich. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt der Pre-Show gesagt haben oder während der Aufnahme, dass wir schon eine ganze Weile nicht mehr über Giga Berlin berichtet haben und wir hätten das auch allein von der Fülle an Themen, die wir beim letzten Mal im Pad hatten, nicht mehr untergebracht bekommen. Insofern haben wir gesagt, so, wir greifen jetzt durch und packen das in dieser Episode ganz an den Anfang. Boah, ja. Euch ist nämlich eine ganze Menge passiert. Ja, aber es war auch gut so, dass wir uns entschieden haben, das dann noch jetzt zu machen, denn ja, du sagst das, es ist sehr viel passiert und als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, da hatten wir natürlich noch nicht auf dem Schirm, dass Elon Musk tatsächlich auch wieder mal Grünheide einen Besuch abstatten wird für ein paar Tage und wir dann auch noch die Möglichkeit bekommen, mit ihm zu sprechen, das ist dann natürlich nochmal was anderes, ganz Besonderes und da können wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Einblick geben gleich. Ja, sehr gern. Ich schaue gerade mal rein. Würdest du das dann jetzt wahrscheinlich Stück für Stück noch an die Artikel hier knüpfen und dann können wir zum Abschluss vielleicht nochmal so ein Roundup machen, was jetzt gerade Stand der Dinge ist? Mhm. Ja. Genau. Also wir können einfach mal die Punkte, die da jetzt noch offen sind oder die Kacheln, die da stehen, abarbeiten und dann. Ja. Genau. Gerne. Gut. Was ich auch noch mitbekommen habe, war, das ist jetzt auch schon wieder ein oder zwei Wochen, ich gucke gerade mal, vom 18. Mai ist der Artikel auch doch gar nicht so lange her, Entschuldigung. Aber das war doch schon mal, also ich lese jetzt hier gerade die Headline und den Artikel, der kommt mir auch bekannt vor, Musk fordert Bürokratieabbau in Deutschland, das ist ja glaube ich nicht das erste Mal, ne? Nee, richtig, genau. Vor ein paar Wochen hat er sich ja an ja, diese juristische Auseinandersetzung mit der Umwelthilfe, der deutschen Umwelthilfe mit rangehangen, mit seinem untypischen, Curie, ne? Genau, richtig, mit diesem untypischen Amicus Curiae Letter. Das kennen die Deutschen halt nicht so unbedingt, dass sich da auch Privatleute bzw. Unternehmen mit einer Stellungnahme dann auch zu solchen Gerichtsverfahren äußern. Und da hat er dann auch schon darauf hingewiesen, dass es nicht verkehrt wäre, das ja auch zu beschleunigen, bestimmte Prozesse und Prozesse oder Genehmigungsverfahren, die dann auch eher einen starken Nachhaltigkeitscharakter haben, dann auch zu beschleunigen und nicht gleichzusetzen mit anderen Projekten, die da, was Nachhaltigkeit anbelangt, nicht so stark aufgestellt sind. Genau, darüber was ja nachvollziehbar ist. Berichtet, ne? Genau, richtig. Und in diesem Dokument hat er dann auch ein paar oder hat das Tesla-Team, muss man ja sagen, ein paar Dinge auch aufgezählt, die ganz gut wären umzusetzen, damit die Dinge auch noch schneller umgesetzt werden können. Ja. Und da war ein Punkt, den hatten wir beim letzten Mal auch genannt, die Digitalisierung, dass das auf jeden Fall weiter voranschreiten muss. Aber auch die ganzen kleinen Gesetzmäßigkeiten da teilweise überholt sind und die auf jeden Fall auf dem Prüfstand sollten, um zu schauen, ob man das dann nicht am Ende doch noch irgendwie effizienter hinbekommt. Jetzt ist ja schon eine ganze Weile her. Ich sehe gerade Episode 48 vom 19. April. Da hatten wir zuletzt darüber gesprochen. Da war das gerade aktuell. Was ist jetzt an diesem ja, neuen Statement neu oder ist das das gleiche nochmal nur eben in persönlich in Berlin? Also genau, richtig. Es ist eigentlich nichts, hat sich da nichts geändert. Ja, die Genehmigungsprozesse sollen einfach schneller werden. Vor allem für Projekte mit nachhaltigem Charakter und da setzt er sich noch nach wie vor für ein und hat das jetzt persönlich auch nochmal nochmal deutlich gemacht, genau. Also bei jeder Möglichkeit, die er hatte, mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Also es gab ja zwei Treffen, einmal am Dienstag und einmal jetzt am Mittwoch und da hat er das immer auch mitgeteilt. Also als wir uns da mit ihm zusammengesetzt haben, hat er das mitgeteilt, haben wir da auch nochmal so über bürokratische Probleme gesprochen. Aber auch am Tag davor, als er sich mit Fans draußen getroffen hat, hat er das ja auch nochmal angesprochen. Okay, okay. Trifft das vielleicht auch in gewisser Weise zu auf, jetzt Bedenken, dass die Batteriefabrik, die
jetzt auch gesichert, so wie ich das verstanden habe, in Grünheide entstehen soll, von möglicherweise Verzögerungen dann betroffen wäre, weil da jetzt ja nochmal alles neu ausgearbeitet werden muss, so wie ich es verstanden habe. Naja, neu ausarbeiten jetzt nicht. Also dieses Genehmigungsverfahren, was wir jetzt hier in Grünheide haben, wird angepasst. Da müssen auf jeden Fall noch einige Dinge mit implementiert werden, wie das Störfallkonzept, das neu ausgearbeitete auf jeden Fall. Da schien es in der Vergangenheit ja nicht allzu konkret gewesen zu sein, beziehungsweise haben die Details gefehlt. Die müssen da auf jeden Fall mit rein. Da gibt es einige kleinere Verbesserungen wohl. Aber auch, und das ist das große spannende Ding, dass dort auch die Batteriefabrik dann konkretisiert wird und wir dann wissen ganz sicher, wo es hinkommt. Also wir wissen es jetzt eigentlich ja schon, weil kann man sich schon denken. Aber dass man dann halt auch mal die Ausmaße, die Dimensionen auch in den Dokumenten sieht, wie groß das Teil dann eigentlich werden soll. Und da wird es da einige interessante Details geben, sicherlich. Okay, das heißt, ihr könnt euch jetzt einfach schon aufgrund der Flächennutzung zusammenreimen, wo es dann hinkommt, oder? Ja, also es war ja eigentlich angedacht oder eigentlich beantragt eine Lagerhalle beim Landkreis Oder, Spree, beim Bauamt, und man kann jetzt schon erkennen, dass das eigentlich die Fundamente, die da hergerichtet werden, keine Fundamente für eine Lagerhalle sind, sondern für was Größeres, Komplexeres. Okay. Ja, interessant, wenn man dann auch so, da hatten wir ja immer wieder drauf, oder da, das haben wir immer mal wieder angesprochen, dass es ja schön ist, wenn dann quasi die gesamte Community so ihre Business Intelligence irgendwie dann walten lässt und sagt, ja, also nee, also mit der Erfahrung, die ich im Bauwesen habe, kann ich sagen, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Lagerhalle, sondern da muss was Größeres sein. Das ist ja immer wieder schön zu sehen und zu beobachten, finde ich, wenn dann so die Informationen in alle Richtungen irgendwie fließen, ne? Ja, naja, gerade heute war ich auch nochmal am Gelände unterwegs, weil einer unserer Fotografen, sage ich mal, aus unserer kleinen Gruppe dann auch heute schon nochmal da war. Und man konnte da halt auch sehr gut beobachten, dass das doch auch sehr speziell ist, was da im Fundamentbau da jetzt gemacht wird. Und wir das auch vorher so noch nicht gesehen haben. Und dann, na klar, macht man Fotos, stellt das an die jeweiligen Foren rein oder bespricht sich dann auch selber nochmal mit anderen Leuten oder lädt es bei Twitter hoch. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich damit besser auskennen als wir, und die geben dann die Hinweise. Beziehungsweise, also man konnte da oder man kann auch selber da schon erahnen, dass es jetzt auf keinen Fall eine Lagerhalle wird, weil das ist zu massiv, was da halt gerade gemacht wird. Jetzt hattest du gerade schon erwähnt, dass ihr Gelegenheit hattet, auch persönlich in einem Gespräch euch auszutauschen. Was ist da an neuen Informationen oder an genaueren Informationen möglicherweise auch bei rausgekommen? Auch eigentlich gar nicht so viel. Es war auf jeden Fall mal ganz interessant, da in die Drive Unit reinzugehen und sich das anzuschauen. Wir haben dann in einem Raum gesessen, der sich Berghain nennt, also so ein Meeting-Raum, der Berghain genannt wurde. Und ja, da hatten wir circa eine halbe Stunde Zeit, uns zu ganz unterschiedlichen Themen auszutauschen. Genauer kann ich da auch gar nicht ins Detail gehen, es war aber nichts Besonderes. Nichts, was irgendwie wesentlich neuere Informationen sind. Das heißt, dieser Meetingraum, wo ich dann mit Elon getroffen habe, war auch in diesem Containerdorf oder? Nee, das war in der Drive Unit, also die Antriebsfertigung. Okay. Und da ist schon Konferenzraum. Ja, und das wussten wir ja schon, dass dort auch Büros hochgezogen wurden und man da immer sehr geschäftig die Leute auch an den PCs sitzen sieht, wenn man mit der Drohne vorbeifliegt. Aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man dann da direkt in diesen Räumen drin ist, ne, und ein Gefühl dafür bekommt, wie geschäftig da auch die ganzen jungen Leute arbeiten und an was sie da arbeiten. Also hier und da konnte man mal einen Blick auf die PCs werfen. Ist das so, ich kenne es jetzt nur historisch gesehen aus diesem SpaceX-Ansatz, dass man in der Mitte quasi dann die Fertigung hat und drumherum die Büros angesiedelt, die auch immer wieder mal einen Blick auf die Fertigung ermöglichen? Ist das da auch so? Oder ist es schon ein separater Bereich? War da jetzt nicht so. Also man konnte in die Drive-Unit nicht runtergucken. Das ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Aber es ist direkt daneben sozusagen. Also man würde wahrscheinlich, wenn man da im Büro sitzt, auch die Roboter arbeiten hören, wenn sie da arbeiten. Aber man kann nach draußen gucken, schön auf das Hauptgebäude sozusagen, auf die Casting-Section draufschauen. Und es gab ja ein Foto mit Andreas Scheuer, der Verkehrsminister des Landes oder des Bundes. Des Bundes, genau. Und da kriegt man den Einblick dafür, wie es da ausschaut, wenn man aus dem Fenster guckt. Und das muss ungefähr in der Nähe des Berghains auch gewesen sein. Ja. Also die Aufnahme, die da entstanden ist.
direkt mal abgeglichen. Ja, so. Genau. Ja, sehr cool. Was ist denn jetzt, ich guck gerade mal, wann wir das letzte Mal über Giga Berlin gesprochen haben. Das ist Episode 44 vom 25. März, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Hm. Da hatten wir zuletzt darüber berichtet, habe ich hier vielleicht so eine catchy, da war das mit der Frontal 21-Geschichte. Ah ja, stimmt. So, ja. Genau. Was ist seitdem, ich kann mich noch erinnern, das letzte, was ich auch im Podcast hier anmoderiert war, dass weitere Rodungsarbeiten vorgenommen wurden und dann auch einen Randstreifen irgendwie stehen gelassen werden musste. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Tesla währenddessen aber schon Tatsachen geschaffen hatte entlang der Autobahn, sodass der weggerodet wurde. Was ist seitdem so passiert? Also ist man, in welchem Stadium des Baus ist man mittlerweile? Mhm. Man ist in der Inneneinrichtung, also so gut wie alles ist geschlossen. Jetzt ist mittlerweile seit heute, würde ich sagen, oder seit gestern auch das Dach komplett geschlossen. Es gab ja im Gießereibereich nach wie vor da Probleme irgendwie, weshalb sie das Dach nicht schließen konnten. Hier und da munkelt man, dass es da irgendwie einen Frostschaden gab und da bestimmte Teile ausgetauscht werden mussten. Aber das Dach ist jetzt geschlossen und somit kann man sich jetzt weiter dem Innenausbau widmen und das scheint auch ziemlich gut voranzugehen, so wie man das so von außen sehen kann. Genau, und jetzt gab es ja nochmal die Genehmigung, um auch in der General Assembly, also in der Karosseriezusammenbau, die Geräte einbauen zu dürfen. Da wird man dann jetzt demnächst auch viel Aktion oder Aktivitäten sehen, denke ich. Mhm. Und das heißt, die Painting Section ist jetzt so gut. Also die ist, glaube ich, schon recht weit fortgeschritten. Da habe ich letztens auch mal so Belüftungstests gehört, die extrem laut waren. Mhm. Die waren ganz spannend. Da dachte ich erst, boah, das könnte auch so eine SpaceX-Rakete sein, die jetzt startet. So laut war das, weil da irgendwelche Druckventile und so geöffnet wurden. Ja. Dann hat man ja aus dem Earning Call aus dem letzten auch einen Einblick bekommen in die Gebäude, so dass man sehen konnte, dass im Stamping-Bereich da auch ziemlich viel schon vorangekommen ist. Mhm. Und was war das noch? Ich glaube, im Body-and-White-Bereich konnte man reinschauen. Nee, ach, da hatten sie die Casting-Section von oben gezeigt, beziehungsweise die großen Pressanlagen, die Aluminium-Guss-Pressanlagen. Und das sah auch schon ziemlich weit aus. Ja. Stehen denn jetzt noch, also ich meine, wo ja jetzt noch so eine größere, vielleicht auch publikumswirksame in gewisser Weise Aktion war ja das mit dem Helikopter. Ja, das dass stimmt, da Schornsteine aufs Dach gesetzt wurden. Ne? Genau. Zuerst hatte ich das Bild gesehen, wo die ganzen Schornsteine am Boden standen, auf dieser Betonfläche. Mhm. Und ich mich gefragt habe, was soll das denn werden? Haben die da Entlüftung auf Grund, ja, irgendwie haben die da eine Geothermieanlage oder sowas, ne? Also dass sie da etliche Schornsteine brauchen. Ja, aber gut, dann habe ich mir da zusammengereimt, als dann da der Helikopter weiter unten im Artikel zu sehen war. Mhm. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo vorläufige Genehmigungen ausstehen oder wo man sagt, da warten wir jetzt noch drauf oder ist jetzt tatsächlich alles so weit zu, dass man sagt, wir machen jetzt ganz in Ruhe Innenausbau und warten auf die abschließende Genehmigung? Also was ich letztes Mal angefragt habe beim LFU, welche Genehmigungen jetzt auch nochmal beantragt wurden, das ist die 15. und 16. Der 15. und 16. Antrag wurde jetzt gestellt von Tesla. Das heißt, da kenne ich aber den Inhalt leider auch nicht. Also das habe ich nochmal anfragen müssen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein paar kommen werden. Mhm. Denn Genehmigung. Mensch, bis zur finalen Genehmigung werden halt auch noch ein paar Monate vergehen. Ne? Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch auf die Genehmigung, auf den Antrag warten von der Batteriefabrik und der Erweiterung des Genehmigungsverfahrens. Das wird ja auch noch mal ein paar Tage dauern. Dann müssen die Dokumente ja auch öffentlich ausgelegt werden. Dann müssen die Öffentlichkeit noch beteiligt werden und dann müssen die Dinge, die da eingewandt wurden, auch noch mal mit eingehen in die abschließende Genehmigung. Und das wird auch noch mal bestimmt mindestens 3 Monate dauern. Das heißt, bis dahin müssen wir auf jeden Fall noch mit vorläufigen Genehmigungen rechnen. Hast du denn eine konkrete Idee? Das wäre jetzt vielleicht auch so die Frage eher gewesen, welche
welche vorläufigen Genehmigungen jetzt noch gestellt werden müssen oder so? Also ja, habt ihr dann ja, auf jeden Fall die Inbetriebnahme von den Maschinen, das müsste auch nochmal final genehmigt werden. Zu Testläufen. Dann Einbau, ja genau, dann Einbau von Maschinen in der Drive-Unit. Da kann ich mir vorstellen, dass ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, für welche Schritte dann tatsächlich auch immer eine vorläufige Genehmigung beantragt werden muss. Also das muss man ja irgendwie vorher schon festgelegt haben, sonst wüsste Tesla ja nicht, welche Anträge sie stellen müssen. Ja klar. Aber ich kann dir das nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Aber es steht jetzt im Moment nichts mehr aus. Ne? Also ihr wisst jetzt gerade auch nicht, was genehmigungstechnisch läuft. Genau, also nur, dass wir halt jetzt die letzte Genehmigung war jetzt für die General Assembly, für den Karosseriezusammenbau. Und ansonsten, ich meine, Body and White ist ja schon so gut wie ausgestattet. Was gefehlt hat, war jetzt General Assembly und was fehlt, ist die Drive Unit. Ja, okay. Und von daher wüsste ich jetzt nicht. Und dann kommt ja Batteriefabrik, da hofft man ja, dass die dann aufgrund der finalen abschließenden Genehmigung dann auch da keine vorläufigen Genehmigungen mehr brauchen, sondern dann einfach schnell drauf losbauen können. Ansonsten ist ja halt der nordöstliche Bereich, wird ja auch noch beackert. Da gab es die Genehmigung, dass da jetzt Untergrundleitungen verlegt werden dürfen. Da, wenn die da jetzt irgendwas bauen wollen, dann brauchen sie wahrscheinlich auch nochmal vorläufige Genehmigungen dafür. Ob es jetzt einfach auch der Eingriff oder Bodenarbeiten unter 6 Meter zum Beispiel darum geht, dann brauchen sie da eine spezielle Genehmigung wahrscheinlich auch wieder dafür. Okay. Also wenn es heißt, unter die Grundwasserlinie auch bringen zu dürfen und so. Und ich kann mir vorstellen, für so ein Abwasserbecken, Regenabwasserbecken oder so ein Bassin, das muss dann auch schon ein bisschen tiefer sein. Ja. Und das ist da ja zumindest vorgesehen. Und da ist auch noch nicht ganz klar, ob das dann dezentral auch wird, ob es mehrere kleine Einzelbecken werden, so wie die Naturschutzvereine das hier gefordert haben. Und es scheint so, dass Tesla sich daran anpassen wird. Oder ob es dann doch vielleicht ein zentrales Abwasserbecken wird, Regenabwasserbecken. Das wissen wir jetzt noch nicht ganz so genau. Ja, meine Güte, da ist ja schwer was los bei euch und man sieht mittlerweile den Innenausbau. Das finde ich persönlich ja sehr spannend, weil das für mich immer so ein bisschen andeutet, dass es halt auf die Zielgerade geht. Ich denke, wir werden weiterhin sehr gespannt in eure Richtung blicken und dann auch mal sehr gespannt darauf blicken, was jetzt dann sich im Bereich Batterieproduktion tut. Es wird mit Sicherheit nicht langweilig werden. Das glaube ich auch. Ja. Kommen wir vielleicht rüber zu Tesla und bleiben direkt beim Thema Batterie. Und da fand ich ganz interessant, dass es wohl danach aussieht, dass es ein Konstruktionsfehler, ich würde jetzt allerdings weniger von einem Konstruktionsfehler, sondern wahrscheinlich bei Tesla sogar eher von einem Konfigurationsfehler, der sich mit Software lösen lässt, sprechen. Und zwar, so wie es ausschaut, hat Moderator James May Top Gear und ich meine, der hat doch auch hier The Grand Tour gemacht, ne? Genau. Der hat festgestellt, dass es wohl reproduzierbar so ist, dass wenn man sein Tesla, hier war es ein Model S, an die Steckdose hängt, dann wird der so lange geladen, bis der voll ist. Und danach schaltet das Ladeelektroniksystem ab und lädt eben nicht weiter. Und wenn man den Tesla dann eine ganze Weile, ich glaube, hier war die Rede von mehreren Wochen oder Monaten, nicht bewegt, dann wird zwar die 12-Volt-Batterie, also der Tesla hat ja zwei Batterien, einmal die Hochvolt-Batterie, die aus Lithium-Ionen-Akkus besteht und dann noch die klassische 12-Volt-Blei-Batterie, den Blei-Akku, den auch jedes normale Auto hat. Und diese 12-Volt-Batterie, die ist dafür da, um eben sowas wie diese Bordcomputersysteme, das Radio, die Beleuchtung, all sowas zu beackern. Und ja, es ist wohl so, dass die Hochvoltbatterie, die 12-Volt-Batterie nicht mehr nachlädt, wenn der Stecker im Fahrzeug steckt. Und das hat in dem Fall dann einfach dazu geführt, dass obwohl das Fahrzeug am Strom hing, diese 12-Volt-Batterie irgendwann leer war, weil der Tesla funkt ja auch die ganze Zeit in die Cloud. Und man kann ihn da per App bedienen und sowas.
Und dann war die 12-Volt-Batterie irgendwann leer, weil sie nicht aus der Hochvolt-Batterie nachgeladen wurde, weil der Tesla ja am Strom hang. Und ja, finde ich interessant, dass ich kann mich da als ja, Entwickler oder als Informatiker ganz gut reindenken, dass das häufig so Fehler sind, die testet man ja nicht. Ne? Also man hängt ja jetzt nicht bei einem Testlauf eben so ein Fahrzeug mal mehrere Monate an Strom und guckt dann irgendwie, was passiert. Und da finde ich es schön, dass dann solche Fehler auch irgendwie in der freien Wildbahn gefunden werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass Tesla hier mit einem Software-Update nachhelfen kann oder, je nachdem, wie lange der Tesla da schon steht, bereits nachgeholfen hat. Da stelle ich mir immer die Frage, sowas macht man ja auch heutzutage, das machen sie bei SpaceX ja auch, dass man da so eine Simulation fahren lässt, ja. Also ein Fahrzeug, wie nennt sich das? Testen. Ja, testen. Aber das hat auch einen speziellen Begriff, dass man softwareseitig halt solche Fehler vielleicht auch simulieren kann, ja, weil man halt ein 1:1 System hat, irgendwie softwareseitig laufen lässt und dann könnte man ja solche Fehler auch irgendwie generieren, beziehungsweise lässt dann das Fahrzeug simuliert irgendwie eine längere Zeit stehen und guckt dann, was da vielleicht auch passiert. Ja, aber das ist ja das Spannende. Das ist ja im Grunde ist das ja ein physikalischer Effekt. Das ist ja jetzt im Grunde nichts, was du ein Computerprogramm gezielt simulieren, also den Stromverbrauch des Bordcomputers aus der 12-Volt-Batterie, weißt du, den simuliert man ja im Grunde nicht. Nee, ich hätte gedacht, dass man das, also dass man solche Systeme mit allen Eingängen und also ein Input und Outputs dann halt auch versorgt. Ja, aber wenn du simulierst, dann würdest du ja tatsächlich, also ich weiß nicht, gut, und für alle Szenarios irgendwie solche Blueprints bereitstehen und man alle Blueprints einmal durchlaufen lässt, alle möglichen Eventualitäten. Und ich meine, heutzutage mit den Supercomputern, da kann man das auch innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich machen, bei den vielen Variablen, die da vielleicht auch eine Rolle spielen. Und kriegt dann halt irgendwie am Ende den Fehler-Output und sieht, okay, dies muss halt irgendwie noch bearbeitet werden. So ganz naiv, denke ich mir gerade. In der Softwareentwicklung natürlich sowas wie automatisierte Tests, ne? Die gibt es so Testprotokolle, ich kenne aus meiner Zeit noch Unit-Tests oder sowas in Java. Also da schreibt man sich dann mal so zu fiktiven Input zusammen und übergibt den in sein Programm und guckt dann, ob der richtige Output rauskommt. Und das kannst du natürlich dann beliebig variieren. Also das ist so der Klassiker irgendwie, das lernt man dann auch in Informatik in der Schule Das ist im Grunde das, was man im Mathematikunterricht schon mit Wertetabellen macht. Ne? Also du testest mal ein paar positive Zahlen, dann testest du mal die Null und dann mal ein paar negative Zahlen irgendwie. Und dann guckst du, an welcher Stelle dein Quellcode irgendwie kaputt geht. Und so eine realitätsnahe Simulation, ich würde jetzt mal behaupten, dass das nicht alltäglich ist. Und ich weiß nicht, ob Tesla tatsächlich so weit geht zu sagen, wir simulieren jetzt, dass, weiß ich nicht, der Bordcomputer so und so viel, 100 Milliampere irgendwie zieht. Das heißt, der hat dann einen Stromverbrauch von so und so. Und dann simulieren wir eine Batterie, die ja auch nur eine Kapazität von so und so. Wenn du tatsächlich so einen Stromverbrauch oder sowas simulierst, dann nimmst du häufig, wenn du so Programme simulierst, ja auch einfach unendliche Ressourcen an. Ne? Also dann sagst du, der Strom ist halt einfach da. Der Computer muss laufen. Und insofern finde ich halt gerade so diese Schnittstelle, wo es dann eben darum geht, also die Software an sich funktioniert ja, aber halt in Kombination mit einem Stück Hardware der Batterie, die tatsächlich in dem Fahrzeug sitzt und sich entlädt, ergibt sich dann dieser Fehler, finde ich total spannend, weil als Softwareentwickler ja, gehst du ja nicht davon aus, dass die Batterie irgendwann leer ist. Die wird gesagt, du hast 12 Volt zur Verfügung, beziehungsweise du hast einen Computer zur Verfügung, ne? Also diese ganze Bordelektronik, da hat der Entwickler ja tatsächlich herzlich wenig Ahnung von. Insofern total spannender Fehler, finde ich, wenn sowas dann in der freien Wildbahn gefunden wird und eigentlich was Naheliegendes ist. Ja. Ja. Auch spannend oder interessant, dass das bis jetzt noch nicht so aufgefallen ist. Das scheint dann wirklich auch ein sehr exotisches Problem zu sein. Ja. Ja. Ja, aber wenn du das Auto halt wirklich so lange, ich finde jetzt gerade nicht mehr, hier steht nur lange Zeit. Also insofern habe ich jetzt nicht. War jetzt auch nicht so schlimm. Nee, genau.
Jo, wir haben hier noch einen Artikel drin rumgeistern. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob wir den nicht vielleicht fälschlicherweise aus dem letzten Pad übernommen haben. Eben als ich draufgeklickt habe, kam mir das Bild irgendwie bekannt vor und es kann gut sein, dass wir das schon Genau, auch das war besprochen haben. das, genau, das war das, was wir, der ist vom 13. Mai, ich glaube, da haben wir nach meiner letzten Folge, glaube ich, kurz drüber gesprochen, dass Tesla plant, dieses Potenzial für autonomes Fahren, quasi dieses Potenzial für Full Self-Driving, nicht nur für diesen wirklich hohen Europreis, weiß nicht, 10.000 Euro ist, glaube ich, der Aufpreis mittlerweile, ne? 7,5 war das, oder? Ja. In der Nähe von 10.000. Das soll wohl auch als Abo starten, dass man quasi dann diese Funktionen, die so in der Größenordnung Geschwindigkeitsregelanlage liegen, auch für einzelne Fahrten oder im Abo dann nachbuchen kann. Ja, soll wohl in wenigen Wochen allen Nutzern verfügbar sein. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber wir Ja. wollten es auf jeden Fall mal gesagt haben. Ja. Was ich dann noch interessant fand, das habe ich eben erst, glaube ich, auch ausgegraben, dass das Referral-Programm von Tesla Ja. im Umbau sich befindet. Das war wohl in der Vergangenheit auch schon mal angekündigt worden, Richtig, dass man ja. das nicht so weiterfahren will, wie man das jetzt in der Vergangenheit gemacht hat. Aber jetzt scheint es irgendwie gar nicht möglich zu sein, die Referrals auch einzugeben. So ganz stecke ich da ja nun auch nicht drin. Aber es schien zumindest so, wenn man mal die ganzen Twitter-Kanäle sich anschaut, die dann halt auch Tesla das selber haben, dass das recht verbreitet war, auch diese Referral-Links zu verteilen, in der Hoffnung, dass man dann noch ein paar Rabatte bekommt, ne? Ja, absolut. Also man spricht ja da häufig dann so von den Personen, also von Influencern oder sowas, ne? Also Leute, die eine gewisse Autorität darstellen und über Tesla berichten. Und ich muss gestehen, wenn mir jemand, also ich folge auch vielen Leuten, die solche Referral-Links in ihrer Twitter-Bio oder ihren Videobeschreibungen bei YouTube hatten. Und hätte ich mich entschlossen, einen Tesla zu kaufen, dann hätte ich natürlich auch so einen Referral-Link benutzt, weil da wirkt, das ist ja so eine Win-Win-Situation. Es gibt ja einmal einen Bonus, ich glaube Supercharging, genau. Supercharging-Meilen, also freies Supercharging im Grunde für die Person, die eben den Referral-Link benutzt und für Supercharging-Meilen für die Person, die den Referral-Link eingestellt hat. Also insofern tut man da keinem weh, sondern eher noch dem Creator, dessen Referral-Link man benutzt, noch was Gutes. Und wie du sagst, ich habe auch schon immer mal irgendwie mitbekommen, dass das wohl nicht in der Form bestehen bleiben soll. Das Tesla Referral-Programm war ja immer so, ich fand teilweise auch sehr emotional diskutiert irgendwie. Das wurde immer so ein bisschen dargestellt wie das Rückgrat des Tesla-Marketings, ne, weil Tesla ansonsten ja überhaupt keine Werbung macht. Und eine große Motivation von Leuten, die eben dann Teslas reviewen und sowas, diese Produkte dann vielleicht auch positiv und reichweitenstark zu bewerben, war ja dann eben auch, dass man seinen Referral-Link möglichst weit verteilen konnte. Und ja, ich persönlich sehe aber noch nicht das große Problem, wenn jetzt dieses Referral-Programm eingestellt wird, einfach weil ich glaube, dass Tesla im Moment auch ohne dieses Programm noch eine größere Reichweite bzw. eine größere Nachfrage erfährt, als das Angebot groß ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, denke ich auch, ist schon richtig. Aber diejenigen, die halt diese Referral-Programme auch genutzt haben, die werden da, denen wird das nicht so gefallen, dass sie nun plötzlich dann ja keine Referrals mehr auch generieren können. Nee, ist halt so ein bisschen wie Gratis-Bier und dann gibt es keins mehr, ne? Also man gewöhnt sich an alles, glaube ich. Wer jetzt natürlich auf diese Referrals irgendwie seine Finanzierung von seinem Fahrzeug ausgelegt hat, weil er sich dachte, dann kann ich immer kostenlos laden, muss ich sagen, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Ne? Also bei keiner kostenlosen Werbeaktion würde ich jetzt darauf bauen, dass die für ewig bestehen bleibt. Und meine Güte, wir wissen es ja auch noch nicht. Na, also möglicherweise ist das nur ein Wartungs-Shutdown, dass jetzt wirklich das Referral-Programm umgebaut wird und das jetzt erstmal für ein paar Tage irgendwie offline ist, bis das neue dann eingerichtet ist. Andererseits, meine Güte, könnte es auch einfach sein, dass es ersatzlos eingestellt wurde und wir werden auch kein offizielles Statement von Tesla dazu bekommen. Höchstens zum nächsten Earnings Call. Das wäre eventuell dann so die nächste Gelegenheit irgendwie, ne? Ja.
Ja. Naja, aber ich meine, vielleicht bauen sie es auch einfach nur um. Ja. Das kann ja auch sein. Ja. Ja, aber wenn ich überlege, hier das Referral-Programm damals, als es noch hieß, für so und so viele Nutzungen des Links gibt es einen Tesla Roadster. Weiß ich, ne? Ich glaube, für 1000 Benutzungen gab es irgendwie einen Tesla Roadster. Und Ben Sullins hat rechnerisch, glaube ich, 2 Tesla Roadster oder Anspruch auf 2 Tesla Roadster. Und Marques Brownlee auch, wartet auch auf seinen Tesla Roadster, den er über Referral. Also das ist halt schon so, ne? Also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gut, dass du das noch so ein bisschen auf dem Schirm hast. Ja. Ne? Also am prägendsten ist für mich halt so dieses Jahr, dass Ben Sullins wirklich nicht nur auf einen Tesla Roadster irgendwie wartet, sondern gemäß Referral Program damals hätte 2 bekommen sollen. Und gut, er sagt auch selbst immer, ich warte jetzt nicht da drauf, ne? Also ich weiß, dass ich da jetzt keinen Rechtsanspruch drauf habe. Ne, das ist halt dieses Referral-Programm. Mir hat das Spaß gemacht, den Leuten das alles nahezubringen und hier meinen Link zu teilen irgendwie. Aber da gibt es jetzt irgendwie keine, er hat da jetzt keine Handhabe. Wenn das passiert, freut sich natürlich. aber wenn nicht, dann nicht. Ne? Und ja. Jetzt kann er nicht mehr nachgucken, wie viel er tatsächlich hatte. Ja, ich bin mir sicher, er ist ja so der Data-Guy irgendwie, dass er da eine Excel-Tabelle für hat. Okay. Gut, von hier aus, wir befinden uns ja mit Tesla in der Elektromobilität im Konkreten, vielleicht rüber zur Elektromobilität im Allgemeinen? Ja, genau, da haben wir jetzt 2 kleine Artikel, die wir da nochmal erwähnen wollten. Ich weiß gar nicht, wer das rausgesucht hat, aber ist auch egal. Ladesäulen müssen in Zukunft mit Karte bezahlbar sein und finde ich ja auch wichtig. Und habe irgendwie das Gefühl, dass wir auch darüber schon mal gesprochen haben. Total. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie Copy-Paste-Fehler gemacht haben vom letzten Mal. Aber wir haben darüber gesprochen, genau, dass eben mit EC und Kreditkarte und dass du auch sagtest, es wäre total toll, wenn man einfach nur mit seiner Watch irgendwie da machen müsste. Und mal, dann besteht ja die Hälfte der Kacheln hier aus alten Beiträgen. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil wir haben ja auch schon die Hälfte der Zeit rum. Ne? Mhm. Und gut, dann können wir uns hier noch ein bisschen den anderen Sachen widmen. Ja. Also wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben, weil ich diese Kachel eben erst hinzugefügt habe, ist, dass Audi ein ganz interessantes Konzept hat zum Schnellladepark. Die wollen dann in der zweiten Jahreshälfte einen solchen Schnellladepark, so einen HPC-Park, auch mal irgendwo aufbauen, so ein Pilot etablieren und mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Das sollen Ladesäulen sein, die bis 400 kW aufladen können, also mit einer hohen Ladegeschwindigkeit, und man dann da auch noch so die Möglichkeit hat, in der Lounge sich erstmal irgendwie auszuruhen oder auch an einem Automaten irgendwie ein paar Snacks zu ergattern und dann innerhalb kürzerer Zeit dann auch wieder weiterfahren können. Genau. Was mir jetzt auffällt, ist, dass das wohl, wie es im Artikel steht, in Anführungsstrichen nur 400 Volt Anschlüsse sein sollen. Volt, Entschuldigung. Nee, 300, achso, genau, 300 kW, du hast 400 kW gesagt, ne? Genau, nee, 300 kW bei 400 Volt, das würde bedeuten, dass beispielsweise der Porsche Taycan oder sowas nicht in den Genuss von Superschnellladen kommen, weil die haben ein 800 Volt Batteriesystem. Die könnten also nochmal deutlich schneller laden, wenn sie eben dann mit 800 Volt angestöpselt werden. Aber das erfordert halt einen entsprechenden, ich nenne es jetzt mal Backbone, also einen entsprechenden Ausbau des Stromnetzes, was dazu gehört. Insofern ist das nicht so häufig. Was ich ganz interessant noch fand, war so in der öffentlichen Diskussion, dass ja auch dazu dieses Lounge-Konzept gehört, dass man sich, während man eben lädt, dann in einer Audi-Lounge aufhalten kann. Und da ging natürlich irgendwie, ich weiß nicht warum, war das dann bei vielen Tesla-Berichterstattern, die gesagt haben, was soll das denn bringen, das ist doch totaler Mist irgendwie, und dann muss man den Platz da irgendwie reservieren und hin und her, wo ich mir so dachte, das ist in den USA, ich weiß nicht, wie es in Deutschland mit den Superchargern ist, aber da ist das doch total verbreitet bei Tesla. Ne, dass du einfach so ein Häuschen, so einen kleinen, ja, so ein bisschen wie so ein Containerdörfchen, also kein Dörfchen, ne, aber du hast ja irgendwie so ein Bungalow, das trifft es vielleicht am ehesten,
wo du dann eben, während du lädst, dir irgendwie einen Kaffee zapfen kannst und ein Getränk aus dem Automaten kriegst. Und von daher, ich finde das schon cool. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier bei uns in Hilden an den neuen Ladepark mit dem Bäcker da fahren kann, Ah, ne? ach cool, da kommst du auch ab und an vorbei, ist ja Ja. cool. Na, also wenn ich zu meinem Vater Schön. fahre, dann, also ich muss zwar noch nicht laden in Hilden, aber trotzdem ist das für uns so. Und wenn wir zu meinem Vater fahren, dann fahren wir eben kurz in Hilden raus, holen uns dann irgendwie ein Stück Kuchen oder sowas. Der Hund hat dann da so eine Auslauffläche und total genial. Ja, Ne? cool. Und da finde ich dieses Konzept, also dass man den Leuten die Möglichkeit bietet, jetzt nicht im Auto sitzen zu müssen und möglicherweise dann ja, oder im Regen stehen zu müssen, keine Ahnung. Manche wollen auch nicht, also habe ich auch schon gehört, während des Ladens im Auto sitzen oder sowas. Ja, finde ich total logisch, so einen Lounge mit anzubieten. Ne? Ich habe da auch schon unterschiedliche Konzepte gesehen. Von VW gab es da auch so eine ganz kleine Ladelounge, wo dann zwei Fahrzeuge laden können. Und dann hat man da auch die Möglichkeit, irgendwie am Laptop irgendwie was zu arbeiten oder Ja, so. ja, Das ja, ja. ist schon nicht verkehrt. Und wenn es nur, meine Güte, wenn es nur so ein überdachter Pavillon ist irgendwie, ne, das wird ja auch manchmal schon reichen, ne, wo man sich dann irgendwie draußen ein bisschen hinsetzen kann und wenn es regnet oder sowas, dann zumindest trocken steht oder sowas, ne? Also das, ich kann mir da die unterschiedlichen Möglichkeiten, vielleicht so Bushaltestellen in groß quasi irgendwie, ne? Also ich bin mir sicher, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und da ist auch die letzte Messe noch nicht gesungen. Also da werden wir noch viele verschiedene Varianten sehen. Also persönlich hätte ich überhaupt kein Problem damit, in meinem Fahrzeug dann auch zu sitzen und wenn man es sich ein bisschen schön machen kann, Ja, ein aber ich. bisschen zurückfahren, entspannen. Aber ich kann es auch nachvollziehen, also das haben wir auch, dass wir dann ganz mal ganz gerne nicht im Auto sitzen, ne? Gerade wenn man eine längere Zeit gefahren ist oder sowas, dann sitzt man ja einfach mal auch am Rastplatz oder so, auf einer Bank, ne? Und lässt sich die Sonne auf die Glatze scheinen oder so. Ja, nee, aber ich bin sicher, dass das eine Daseinsberechtigung hat und wir werden da noch einiges mehr sehen. Darf auch gerne futuristisch aussehen. Also bei Audi sieht das ja jetzt auch so ein bisschen, ja, so Container-like aus, ne? Futuristisch, aber auch nicht verkehrt. Von hier aus vielleicht in den Interessensbereich weg aus der Elektromobilität und Elektromobilität und hin zur Raumfahrt steigen wir vielleicht mit SpaceX ein. Ja, da haben wir auch ein ganz futuristisches Bild, das hier Space Padre uns präsentiert hat. Jawohl. Es gibt ja jetzt am Boca Chica am Raumfahrthafen jetzt einen schönen beleuchteten Letter. Starbase ist darauf zu sehen und dahinter im Hintergrund ist Boca Chica die Site zu sehen, wo die Raketen auch zusammengebaut werden. Und da hat jemand sich die Mühe gemacht, ich weiß gar nicht, ob er selber das war, da im Hintergrund auch so ein, ja, so ein Star Trek Zusammenbau zu präsentieren. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, ist ein Ausschnitt aus einer Filmszene. Ah, Wir okay. hatten ja am 12. April Episode 47 darüber berichtet, dass Boca Chica zur Sternenstadt werden soll. Wer da nachschauen möchte, gerne nochmal in der Episode. Ja, und das wird jetzt konsequent weitergetrieben, ne? Also wir hatten während der Pre-Show schon gesagt, dass es durchaus, also nach meinem Empfinden, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber nach meinem Empfinden durchaus unglaublich unüblich ist, dass man hingeht und einen Fabrikationsbereich so öffentlich wirksam inszeniert, dass jetzt nicht irgendwie da einfach ein großes SpaceX-Logo steht und ja, man damit irgendwie seine Schuldigkeit getan hat, sondern dass da wirklich in großen Leuchtlettern jetzt Starbase steht. Und insofern richtig coole Aktion, finde ich. Ja, nachahmungswert irgendwie, ne? Also es macht richtig Lust, da dann auch das Ganze zu beobachten, finde ich. Ja, Ne? ich gucke gerade nach. Ich meine, so gut kenne ich mit Star Trek jetzt auch nicht aus, aber das hat anscheinend auch einen ziemlich klaren Bezug zu Star Trek. Ist Star Trek, ja. Ja, ah, okay. Und das ist halt der Ort, an dem dann auch größere Raumschiffe zusammengebaut werden bei Star Trek. Genau. Naja, cool.
Wir hatten ansonsten einen Nachtrag zu Starlink. Vielleicht steigen wir erstmal damit ein, dass Starlink 26 gestartet ist und zwar am 17. Mai. Entschuldigung, am 15. Mai. Am 15. Mai, wir hatten am 13. aufgenommen, insofern ist das noch ein neues Starlink 26. Und dann hatten wir uns gewundert, warum denn der Booster mit der Strich 9 hinten jetzt so ein Wirbel drum gemacht wurde, dass der zum 10. Mal gestartet ist. Ich weiß nicht, da konnten wir uns so richtig irgendwie keinen Reim drauf machen. Und ja, turns out, dass wir ein bisschen irgendwie einen Knick in der Optik hatten, beziehungsweise. Und wir sind so ein bisschen zum Opfer dessen geworden, dass die Missionen nicht in chronologischer Reihenfolge starten. Und zwar hatten wir gesprochen von Booster B1049. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und B1049 war Starlink 25. Der ist Strich 9, war ja die Bezeichnung, der B1049-9, der ist zum 9. Mal gestartet und gelandet. Insofern war unsere Annahme, dass das der 10. Mal gestartete war, nicht richtig. Das war nämlich Booster B1051-10. Der ist allerdings mit Starlink 27 gestartet. Wir haben also hier wieder eine Lücke, ne? Also wir hatten erst Starlink 25, dann hatten wir Starlink 27 und jetzt haben wir Starlink 26 in chronologischer Reihenfolge. Und insofern sind wir da, glaube ich, einfach ein bisschen durcheinander gekommen. Und ja, würde dann hier gerne einfach nochmal die Vervollständigung machen, dass der zum 10. Mal gestartete und gelandete Booster B1051 war bzw. ist. Ich weiß nicht, Oha. ob du mitbekommen hast, dass Starlink jetzt weiter eine Kooperation anstrebt mit Google, und zwar um Starlink-Bodenstationen auf Google-Rechenzentren zu errichten. Aha, nein, das ist mir neu. Ich finde es total logisch. Es gibt schon eine etwas ältere Kooperation, die ich mal ausgegraben habe mit Microsoft. Und zwar hat SpaceX auch eine Partnerschaft mit Microsoft. Da sollen nämlich auf Azure-Rechenzentren Starlink-Satellitenschüsseln oder Bodenstationen errichtet werden. Und meine Güte, ich glaube, dass gerade Google-Knoten ans Internet und Microsoft-Knoten ans Internet durchaus durchsetzungsstark sind oder durchsatzstark sind, Entschuldigung. Und insofern da eine Bodenstation zu errichten, das ergibt in meiner Perspektive perfekten Sinn. Ja, höre ich jetzt ja auch zum ersten Mal und finde auch, das ist eine ziemlich kluge Kombination aus den Dingen. Ja. Also dann braucht man nicht irgendwie groß mit anderen, vielleicht sogar staatlichen Betreibern oder staatsnahen, wie weiß ich nicht, mit dem DCX oder sowas verhandeln und irgendwie da überlegen, hey, wie könnten wir hier eine Partnerschaft machen, sondern man einigt sich einfach in Anführungsstrichen, ja, ich will jetzt nicht sagen mit seinesgleichen, aber mit Tech-Konzernen, und ich glaube, dass das auch so die Ecke ist, in der wir die Starlink-Sparte von SpaceX verorten können. Und dass durchaus hier Google und Microsoft Azure dann vielleicht auch, wenn sie irgendwo namentlich mal genannt werden oder sowas, da auch von profitieren können, wenn sie in einem Atemzug mit SpaceX genannt werden. Da wird mit Sicherheit auch ein bisschen Geld fließen, aber ich finde den Zugang über diese Knoten jetzt durchaus lohnenswert. War da in dem Artikel auch ein Zeithorizont genannt worden? Weißt du Ich schaue das? gerade nochmal. Wann die da loslegen wollen, damit die Umsetzung stattfindet? Wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte Ach, krass. 2021 verfügbar sein. Hm. Also da geht es Crazy. dann auch darum, dass quasi Google Cloud-Dienste beschleunigt auf Starlink möglich sein sollen. Das ist natürlich, ne, also gerade wenn man, also ich kriege das von einem guten Freund mit, der arbeitet bei sich in der Firma tatsächlich auch ausschließlich mit Google Cloud-Produkten, also inklusive Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Videokonferenzen, Cloud-Speicher, alles. Und die haben dann auch Chromebooks und sind mit Android-Smartphones ausgestattet, beziehungsweise mit diesen Google-Pixel-Geräten, heißen die, glaube ich, ne? Ja.
Und der ist da total zufrieden mit und das lässt der Arbeitgeber sich auch einiges an Lizenzgebühren kosten. Aber das läuft wohl, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Google sich im Ökosystem dann erdacht hat, was man dann vielleicht vergleichen könnte mit Apple-Produkten oder ähnlichem, wo es ja auch immer von diesem Ökosystem die Rede ist. Und ich glaube, in der Konstellation, wenn man sich komplett der Google Cloud verschreibt, kann das schon sehr gut funktionieren. Diese Chromebooks, die durfte ich auch schon mal bewundern. Wenn man sich da wirklich Google ans Bein bindet, dann funktionieren die wunderbar. Und wenn man dann hier quasi jetzt einen Starlink, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein Chromebook mit integrierter Starlink-Antenne oder sowas, das dann überall auf der Welt funktioniert oder sowas. Ich glaube, da gibt es dann auch nochmal technische ja, Fortschrittsmöglichkeiten. Von hier aus springen wir mal zwei, drei Kacheln weiter runter bei SpaceX. Ich habe nämlich noch die FCC-Dokumente gefunden zu einem Artikel, den du eingestellt hattest. Und zwar ist ein Test ein bisschen weiter weg geplant. Ja, da muss ich selber noch mal Oder ist der auch gucken. beim Das letzten war Mal mit aber, war der orbitale Test, ne? Genau. Ja, ah ja, doch, nee, das ist, glaube ich, relativ neu. Das hatte ich ja Ende letzter Woche, glaube ich, mal reingeschmissen in unseren Discord-Server. Genau, aber da ist von der FCC das erste Mal dann auch von so einem orbitalen Flug gesprochen worden und da sind jetzt, glaube ich, so ein paar Daten einfach fixiert worden, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das Dokument, was du hier verlinkt hast, ist, glaube ich, nicht das, was ich zumindest mal gesehen habe, aber das geht zumindest hier aus dem Dokument auch so ein bisschen hervor. Ja, also da ist die Mission ein bisschen genauer erklärt und worum es denn da geht. Es sind auch gar nicht allzu viele Seiten, aber es ist zumindest schon mal zu sehen, dass sie sich darum Gedanken machen. Genau, das ursprüngliche Filing hat, glaube ich, von Q2 2022 gesprochen, ne? Und hier ist jetzt die Rede von 20. Juni bis 20. Dezember 2022, also unter Umständen ein bisschen früher als, Moment, nein, Q2 2022? 21, oh, 21. 21. Okay, also doch deutlich früher als Q2 2022. Das wäre natürlich, also wenn die das schaffen, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dann esse ich meinen Hut, aber das wäre schon ziemlich wild. Ja, geplant ist ein Flug von Texas nach Hawaii. Ja, warum Hawaii? Also die Rakete soll nicht auf Hawaii landen, sondern irgendwo neben Hawaii wassern. Der Flug soll am höchsten Punkt etwa 116 Kilometer hoch sein. Also das wäre dann ein sehr niedriger Erdorbit. Aber immerhin ist das über der Kármán Line, also die Grenze. Das ist ja auch das, was New Shepard mit Blue, also Blue Origin mit New Shepard macht. Die, um sich Astronaut nennen zu dürfen, muss man die Kármán Line überschreiten oder ja, überschreiten, doch, ist ein guter Begriff. Die liegt in 100 Kilometern Höhe und insofern sind 116 Kilometer per Definition natürlich ein orbitaler Test, aber das ist ein doch sehr niedriger Erdorbit und da gibt es auch noch einiges an Luftwiderstand dann und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wann die das aus dem Hut zaubern. Das Ganze soll, glaube ich, rund 90 Minuten dauern, der Test, ne? Genau, soll eine beinahe Erdumrundung werden, genau, von Texas nach Hawaii. Und ja, die Starship soll dann dort im Meer landen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was draus wird. Aber wenn ein FCC-Filing dazu existiert, dann scheinen die Pläne auf jeden Fall da zu sein. Und ich bin mir sicher, dass da wieder einige Daten dann rausgezogen werden können, die bei der Entwicklung des Starship weiterhelfen. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass er in Hawaii war. Vielleicht auch, um solcherlei Dinge mit Ja, wirklich, ja. abzuquetschen. Ja. Du hattest gerade schon die Randbemerkung gemacht, dass du den Artikel bei uns zwischendurch in den Discord geschmissen hast. Für die Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise neu dabei sind oder es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt auch einen Discord-Server. Und wenn ihr auf diesem Discord-Server zwischen den Episoden mit uns in Kontakt bleiben wollt oder mal einen Vorabblick erhalten wollt auf die Themen, die wir in unsere Shownotes packen werden, dann schaut mal auf elontime.de/crew. Dort erhaltet ihr
einige Optionen, wie ihr auf diesen Discord-Server zugreifen könnt. Das Ganze ist verbunden mit einer Unterstützung des Podcasts. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr euch dazu entschließen würdet, diesen Podcast für unterstützenswert zu erklären und das dann auch tut. Kommen wir rüber zum Allgemeinen in der Raumfahrt mit Blick auf die Zeit. Ja, genau. Du hattest eingestellt, dass Blue Origin jetzt seinen Start oder seine Mitfahrgelegenheit, Fluggelegenheit ja, veräußert per Auktion. Das ist in 3 Schritte geteilt. Und aktuell, hatten wir gerade mal nachgeschaut, stand das bei 2,8 oder 2,6 Millionen für einen Flug ins All. Und wieder zurück. Genau, das ist ein Zwischenstand. Das heißt, das ist nicht der endgültige Ticketpreis. Der kann durchaus noch etwas höher liegen. Das ist das erste Ticket, das jetzt in einem Bieterverfahren an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht wird. Entschuldigung. Und ja, New Shepard, wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, das ist im Grunde so ein etwas größerer, teurerer Freefall Tower. Also man wird mit einer Kapsel über die Kerman-Line geschossen und gleitet dann wieder zurück zur Erde. Da ist keine große Bewegung drin. Man landet ungefähr dort, wo man gestartet ist. Und kann dann aber auf dem Weg nach unten, ist so ein bisschen wie beim Vomit Comet, ne? Kann man ein paar Minuten Schwerelosigkeit mehr genießen, als es eben an Bord eines so Parabelfluges wäre. Und da soll perspektivisch vielleicht auch mal Astronautentraining drauf stattfinden. Ich glaube, Italien hatte sich dafür interessiert, für seine Astronauten. Und das soll nur ein privat finanziert oder privat besetzter Flug dann auch werden. Und das erste Ticket ist gerade in der Versteigerung. Das erste und einzige Ticket erstmal. Okay, ich meine, die Kapsel passen ja ein paar mehr rein. Ja. Aber es ist tatsächlich nur ein Platz zu vergeben. Das soll ein Einzelflug werden dann also, okay. Also es sind schon mehrere Leute mit dabei, aber nur ein von extern. Sitz. Ah. Nein, nicht von extern, ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass das halt von Blue Origin Testpiloten sind. Ja. Wer da jetzt noch die anderen Plätze einnimmt, weiß ich nicht, aber einer soll auf jeden Fall an denjenigen gehen, der den höchstes Gebot abgegeben hat. Also quasi einer der Plätze wird commercially available gemacht. Genau. Okay. Dann habe ich noch etwas zu Rocket Lab und zwar ist da die Mission Running Out of Toes schiefgegangen. Da ist eine Anomalie während des Zündens des Triebwerks der 2. Stufe aufgetreten. Scott Manley hat das in seinem Video relativ differenziert auseinanderklamüsert und versucht da Videobeispiele dann auch zu zeigen, wo man sieht, dass die Nozzle, also die Triebwerksglocke, quasi voll in eine Richtung eingeschlagen ist und insofern bei der Zündung eine Rotation induziert wird, die scheinbar nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen war. Rocket Lab hat dann das Triebwerk direkt abgeschaltet, um dann nicht noch irgendwie wildere Flugbahnen, unberechenbarere Flugbahnen zu erzeugen. Die 2. Stufe ist dann ebenfalls ins Meer zurückgefallen, war noch nicht im Orbit. Black Sky war einer der Kunden. Die Satelliten sind natürlich verloren und aktuell befindet man sich in der Investigation, was denn das wohl war. Genau. Dann haben wir nochmal ein Update, ein Status-Update zu Ingenuity bekommen. Da gibt es nun mittlerweile den 5. Flug und es ist jetzt ein 3D-Video des 3. Fluges veröffentlicht worden. Also die hängen ja mit den Daten, die sie bekommen, immer so ein bisschen hinterher und das muss alles immer ausgewertet werden. Aber man hat jetzt die Möglichkeit mit der entsprechenden Brille sich einen Flug in 3D anzuschauen. Es ist gar nicht viel nötig, das ist einfach nur so eine grün-rot-Brille. Blau-Cyan wäre Quatsch, weil blau ist... Rot-Cyan, ja. Ja, genau. Es ist jetzt keine spezielle VR-Brille nötig oder so, sondern wirklich nur so eine Brille, wie man sie von früher auch mal kannte, die man sich dann kaufen konnte für irgendwelche 3D-Filme oder so. Von wegen Rover. Der chinesische Mars-Rover sendet nun auch endlich Bilder. Wir hatten uns ja schon gefragt, ob der es überhaupt geschafft hat.
Ja, ich habe die Bilder mir jetzt noch gar nicht angeschaut. Hast du schon welche gesehen? Ja, das ist so der erste Selfie, würde ich sagen. Ne? Okay, also gelandet ist er auf jeden Fall. Genau. Und die Chinesen sind dann natürlich auch ordentlich stolz darauf, dass das geklappt hat. Und ja, sie werden jetzt in den nächsten Monaten da auf dem Mars ebenso umherfahren wie Perseverance. Genau, richtig. Die NASA, ach, die NASA sag ich schon, die chinesische Weltraumorganisation hat dann quasi auch einen Twitter-Account für den Rover und der hat dann auch getwittert, hier ist Tianwen 1, der Mars-Rover meldet sich bei den Erdlingen und hat dann eben seine Koordinaten bei Utopia Planitia getwittert. Und alles sieht wohl gut aus. Ja, finde ich schön, dass dann jetzt auch eine weitere Nation einen offenbar funktionierenden Rover auf den Mars gebracht hat. Und das kann nicht schaden, vielleicht hier auch die Motivation dann für weitere Missionen in den westlichen Nationen zu erhöhen. Ja, da fällt mir ein, dass ich auch nochmal nachschauen wollte, was jetzt eigentlich aus diesem Satelliten von Saudi-Arabien geworden ist, der eigentlich auch den Mars umkreist. Da müsste man auch noch mal schauen. Das werde ich dann im Anschluss mal machen. Zu guter Letzt hattest du noch einen Themenblock hinzugefügt zur Rechtslage bei Neuro-Enhancements. Ja. Aus welcher Rechtsecke stammt das? Welchen Staat betrifft das? Ich habe den nämlich gar nicht gelesen, muss ich gestehen. Ja, ist auch kein Problem. Ich erkläre dir das kurz. Ja, Chile hat sich da aufgemacht, die ja zumindest in dem Sektor vorher auch gar nicht irgendwie in Erscheinung getreten sind. Aber sie sind der Meinung, dass es da auch mal nötig ist, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, inwiefern auch so Eingriffe in das Gedächtnis oder so solche Neuro-Enhancements auch rechtlich irgendwie begleitet werden müssen. Da gab es irgendwie auch eine Konferenz in der Vergangenheit, wo auch führende Neurowissenschaftler mit dabei waren, die da auch der Meinung waren, dass es nicht verkehrt ist, wenn man sich da mal mit den Rechtswissenschaften auch auseinandersetzt und überlegt, welche Regeln da eigentlich aufgestellt werden müssen, um zu verhindern, dass vielleicht auch in die Köpfe von Menschen reingeschaut wird oder auch die Informationen dann manipuliert werden und dann ein falsches Gewissen irgendwie entsteht auch. Ne? Das heißt, da wurde sowohl das Lesen als auch das Schreiben gewissermaßen thematisiert. Ja, richtig, genau. Okay. Und das fand ich ganz interessant und ganz spannend, deswegen wollte ich das ja einmal mit aufnehmen, weil das ich für auch sehr wichtig halte und da wird sich in Zukunft auch noch viel, viel tun, denke ich. Ich bin gespannt, wie die das irgendwie auch umsetzen, auch gestalten. Man kann dann solche Techniken natürlich auch für unschöne Machenschaften nutzen. Ja. Und mal gucken. Ich würde das natürlich jetzt unfassbar gerne an dieser Stelle dann in eine philosophische Diskussion übergehen lassen, muss aber sagen, da fehlt uns leider die Zeit für. Wir haben jetzt noch eine knappe Minute, die wir hier bei uns in der Show verbringen könnten und insofern wäre, wie häufig gegen Ende meine Frage, ob dir noch was insbesondere auf dem Herzen liegt, dass du an dieser Stelle loswerden wollen würdest. Nein, eigentlich nicht. Ich bin soweit zufrieden mit unserer Episode und würde jetzt den Abgesang an dich weitergeben. Wunderbar, dann nehme ich doch mal den Abgesang vor. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, empfiehlt den Podcast doch gern weiter. Das ist, denke ich, momentan so die effektivste Maßnahme, um andere darüber zu informieren, dass dieser Podcast interessiert und dieser Podcast möglicherweise eine interessante Quelle für wöchentliche News rund um SpaceX, Tesla und Co. ist. Wenn ihr vielleicht Feedback habt oder sagt, nee, also das, was ihr da erzählt habt, geht ja gar nicht, da ist ein dicker, fetter Fehler drin, dann schickt uns gern Feedback oder vielleicht auch nette Worte an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da.
Wenn ihr sagt, meine Güte, die beiden, die machen das jetzt seit so langer Zeit so klasse. Wir haben letztes Mal in der 50. Episode ja schon mal gesprochen, dass wir mittlerweile ein ganzes Jahr rum haben und uns wahrscheinlich häufiger miteinander unterhalten, als das mit vielen anderen Bekannten so vorkommt. Dann, wenn euch das Ganze so sehr gefällt, dass ihr das für unterstützenswert haltet, dann schaut mal auf elontime.de/crew vorbei. In diesem Sinne, mein Lieber, wir hören uns ganz sicher in der kommenden Woche wieder. Und ich wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche. Ja, danke dir. Wünsche ich dir auch. Genieß den Feiertag am Montag. Jo, du auch. Bis dann. Tschüss.